Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es diesmal um das Löwenportal. Und ihr wisst ja, jedes Jahr zu diesem Portal mache ich ein Energievideo. Und diesmal soll es irgendwie von den Engeln her eine Meditation sein. Ich habe natürlich auch wieder die Karten gelegt, auch mit Energien, also Blockadenlöserkarten, Urkraftkarten, die Karten vom goldenen Licht. Und dieser Energiekreis, der bleibt hier bei mir auch liegen und wirkt. Für alle, die das Video schauen und die Energien erhalten möchten, ja, dieses energetische Tor, das Löwentor, ist über einen bestimmten Zeitraum auch offen. Und zwar vom 26.07. startet das und das geht von der Energie her bis zum 12.08. Und am 8.08. erreicht das immer so seinen Höhepunkt. Und dann geht es langsam wieder runter mit den Energien und die helfen uns wirklich so ähnlich wie bei den Portaltagen, uns mit der geistigen Welt zu verbinden. Die Schleier zur geistigen Welt sind viel, viel dünner. Wir können viel mehr wahrnehmen und es unterstützt uns unheimlich gut auch beim Manifestieren. Ja, also wenn du Wünsche und Ziele hast, wir sind ja ungefähr bei der Mitte des Jahres, ja, ein bisschen drüber schon, dann kannst du nochmal deine Wünsche und Ziele anschauen und vor allem auch, was du noch vorhast in diesem Jahr, das umzusetzen, das zu manifestieren. Darum geht es jetzt in dieser Zeit und dabei unterstützen uns die Energien des Löwentors richtig, richtig gut. Es gibt auch wieder meinen Energiekreis, da bekommst du diesmal auch eine energetisierte Musik. Sehr, sehr wirkungsvoll, ja, also die wirkt auch schon jetzt. Ich habe die energetisiert, als ich den Energiekreis eingestellt habe und die hat ordentlich Power. Dazu gibt es noch eine Mandala, die ich auch aufgeladen habe. Die kannst du dir aufstellen in deinen Räumen. Die wirkt für dich auch in diesem Zeitraum vom 26.07. bis zum 12.08. Kannst du dir natürlich auch mehrmals ausdrucken, wenn du sagst, du möchtest auch mal deine Räume reinigen energetisch, ne? Gerade im Schlafzimmer super gut, auch mal die Energien zu reinigen oder aber auch im Büro, wenn da öfter mal schlechte Stimmung ist, ja, dann nimm die einfach mit, druck das aus, rahm's vielleicht, also viele haben mir schon Fotos geschickt, ja, die haben das schön in Bilderrahmen gepackt und mit an die Arbeit genommen und man sieht nicht, dass es ein energetisches Werkzeug ist, ja, es ist der Löwe natürlich drin und die Zahlen. Und die Energien wirken da ganz, ganz doll in diesen Räumen, überall, wo du es aufstellst. Und natürlich ist eine Energieübertragung drin, und zwar am 8.8. für eine ganze Stunde diesmal. Das ist sehr, sehr wichtig. Da darfst du dich entspannen und die Energien empfangen. Ich freue mich schon, das wirklich zu machen. Und auch egal, ob du im Energiekreis bist oder nicht, nutze auf jeden Fall auch hier den Energiekreis praktisch zusätzlich mit. Ja? Und vor allem auch die Meditation, die ich jetzt aufnehmen werde, die ist für alle praktisch auch kostenlos hier zur Verfügung gestellt und die werde ich gleich hier mit euch machen. Und ich würde sagen, wir drehen die Kamera, ich zeige euch die Karten, um was es geht, also welche Themen sich jetzt hier auch nochmal gezeigt haben und nutzt wirklich die Energien um das Löwenportal herum. Ja, für euren eigenen Weg, ja, für diese ganze Entwicklung, ja, dein spiritueller Stand, wo du gerade stehst, nutze einfach die Energien, um dich noch mal mehr auszurichten, noch mehr in deine Kraft zu kommen, zu manifestieren, ja, der Meister deiner Energie zu werden. Es geht wirklich um die Meisterschaft. Ja, die Engel betonen das auch immer wieder. Es geht im Moment sehr, sehr stark um unsere Selbstverantwortung. Ne? Wir dürfen selber Verantwortung übernehmen für all die Dinge, die wir in unserem Leben haben. Und guck dir das wirklich genauer an, schau da genauer hin, warum die Dinge gerade so sind und was dir das alles sagen möchte. Und was du natürlich verändern darfst. Ja, also sei da ganz offen und freu dich auf diese Zeit. Es geht los am 26. Deswegen stelle ich das Video heute Abend auch schon online und nutze die Energien wirklich für dich. Und du kannst das Video hier auch so nutzen, indem du entweder bestenfalls natürlich vom 26.07. bis zum 12.08. täglich diese Meditation machst. Da fließt die Energie auch jeden Tag zu dir. Dann hast du schon wirklich ganz gut Power. Und zusätzlich eben, wenn du noch im Energiekreis bist, das ist optimal.
Es ist aber auch schon gut, wenn du es nur dreimal machst zum Beispiel. Ja, also nicht da unter Druck setzen und stressen. Aber wenn sich das für dich stimmig anfühlt, dann gibt dir das natürlich ordentlich Power und nach vorne, desto öfter du diese Meditation machst, weil die natürlich auch eine Energiemeditation ist. Ja? Und du bekommst jedes Mal, wenn du hörst, wieder andere Energien, neue Energien, die dich einfach auf deinem Weg unterstützen, jedes Mal wieder dein Energiefeld in Balance bringen, dich in die Mitte bringen, dich erden und auch beruhigen. Ja? Es kann immer auch mal in der Zeit so ein bisschen turbulent sein, energetisch, dass die Themen eben auch mal so plopp sichtbar werden. Und dabei unterstützen uns diese Energien. Und ich wünsche dir super viel Spaß damit. Empfehle das Video gerne weiter. Ja, und like den Kanal, like das Video. Abonniere den Kanal, meine ich natürlich. Und da freue ich mich wirklich, wenn du mich da auch unterstützt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Meditation. So, ihr Lieben, ja, Erzengel Michael unterstützt uns hier natürlich zum Schutz, aber auch damit er uns verbinden kann mit den Energien. Und hier sind drei Blockadenlöserkarten, also es geht um vergangene Leben, das Karma will sich nochmal auflösen. Das Thema Beziehungen, ja, also nicht nur Partnerschaften, sondern generell das Thema Beziehungen wird in dieser Zeit nochmal ordentlich durchgerüttelt werden. Und die Kraft des Universums, ja, das gibt uns wirklich nochmal so die Kraft zurück, die möchte jetzt zurückkommen. Jeder Einzelne soll in seine Kraft kommen. Das goldene Licht fand ich mega spannend, das sind die Urkraftkarten, weil das natürlich eine Erhöhung der Energie ist. Und das goldene Licht ist das Licht der neuen Zeit, was uns immer wieder auch unterstützt. Das kommt jetzt auch in der Meditation vor. Und falsche Erwartungen dürfen sich einige nochmal ganz genau angucken. Wo erwarte ich denn etwas von einem anderen? Und was löst das in mir aus, wenn sich das nicht erfüllt? Ja, wir dürfen die Erwartungen abgeben, ja, in allen Beziehungen und auch in allen Partnerschaften. Darum geht es, ja, es geht um das Bedingungslose, bedingungslose Partnerschaften, bedingungslose Liebe, ohne Erwartungen. Ja, und auch die Affirmation hierzu ist nochmal, ne, ich lege den Fokus auf mich selbst und übernehme Verantwortung für mich und mein Leben. Es ist diese Selbstverantwortung, von der ich eben schon gesprochen habe. Ne? Das ist sehr spannend. Und dahingehend können wir natürlich nochmal in diesen Tagen des Portals, wenn es offen ist, nochmal getriggert werden. Dann kommt die Karte Luft. Ja? Da geht es nochmal darum, dass wir mehr in die Leichtigkeit kommen dürfen. Dann haben wir natürlich Erzengel Metatron dabei. Der ist gefallen, der ist auch im letzten Jahr gefallen. Der fällt immer in diesen Kreis. Der ist wirklich ja, mega, weil der Metatron unterstützt uns natürlich in... ja, um uns immer mehr in unsere Lebensaufgabe zu bringen. Und ja, da ist er wirklich der König, ja, ist ja auch der König der Erzengel und unterstützt mich auch immer in meinen Ausbildungen, wenn ich die Einweihung mache, auch beim Reiki ist er oft dabei. Und der unterstützt uns natürlich jetzt. Arbeite auch mit ihm, ruf ihn zu dir, ja, dass er dich unterstützen kann. Dann haben wir Reinigung, wiederkehrendes Thema, auch sehr, sehr spannend. Und Reinigung, Kommunikation. Also es müssen die Dinge jetzt ausgesprochen werden und auch die alten wiederkehrenden Themen dürfen jetzt endlich in ihre Auflösung gehen. Und bei jedem von uns Einzelnen wird es auf eine ganz eigene Art und Weise sich auflösen. Und genau das, was dran ist, darf sich jetzt zeigen und dann darf das wirklich auch weitergehen. Und das ist sehr, sehr spannend und auch einfach schön. Ja? Das ist einfach so, es dürfen jetzt die nächsten Schritte geschehen und sei auch wirklich offen für alles, was sich jetzt zeigt in diesen Tagen, auch wenn es dir nicht so gefällt und... bleib da wirklich dran, dass du dich öffnest, dass die Dinge einfach so sein dürfen, wie sie eben sind. Ja? Und ich würde sagen, wir starten mit der Meditation und du machst es dir ganz, ganz bequem. Du kannst dich auch gerne hinlegen, hinsetzen, schau mal, was dir jetzt gut tut. Und dann starten wir rein mit der Meditation. Und komm erstmal hier im Raum an, leg dich hin oder setz dich hin und nimm dir Zeit, ganz bewusst
zu dieser besonderen Meditation zum Löwentor 2024. Das Löwenportal ist eine Zeit intensiver energetischer Ausrichtung, Transformation und spiritueller Öffnung. Es ist eine Gelegenheit, sich mit den höheren Dimensionen zu verbinden und unser Bewusstsein zu erweitern. So setze dich bequem hin oder lege dich hin und schließe deine Augen und atme tief durch die Nase ein. Und dann halte kurz den Atem an und atme dann langsam durch den Mund wieder aus. Wiederhole diese Atemübung einige Male, bis du dich entspannt und zentriert fühlst. Beginne nun, deine Aufmerksamkeit nach innen zu richten und spüre, wie sich dein Körper immer mehr und mehr entspannt und wie deine Gedanken und dein Geist ruhiger werden. Lass immer mehr los und gib all deine Anspannung an die Erde ab. Visualisiere vor deinem inneren Auge ein strahlendes, goldenes Licht. Dieses Licht symbolisiert die Energie des Löwenportals und die kraftvolle Präsenz des Sterns Sirius. Stelle dir vor, wie dieses goldene Licht durch dein Kronenchakra an der Spitze deines Kopfes eintritt und spüre die Wärme und das Licht, während es deinen gesamten Kopf ausfüllt und jegliche Spannung oder Sorgen wegwischt. Und dann lass das Licht weiter nach unten fließen, durch dein drittes Auge, deinen Hals und dein Herzchakra. Und spüre, wie sich dein Herz öffnet und mit bedingungsloser Liebe und Freude erfüllt wird. Vielleicht spürst du auch eine Wärme oder nimmst rosafarbenes Licht wahr. Und dann lasse das Licht weiter durch deinen Solarplexus, dein Sakralbereich und schließlich in dein Wurzelchakra fließen und fühle deine tiefe Verbindung zu Mutter Erde und die Stabilität, die sie dir gibt. Jetzt, da dein gesamter Körper von diesem goldenen Licht erfüllt ist, stelle dir vor, dass du auf einem weiten, sonnigen Feld stehst. Der Himmel ist klar und
Die Sonne scheint hell über dir. Und vor dir siehst du ein majestätisches goldenes Tor, das Löwenportal. Geh langsam auf das Tor zu und spüre, wie die Energie um dich herum intensiver wird. Wenn du das Tor erreicht hast, dann halte einen Moment inne und atme tief durch die Nase ein und spüre die Kraft und die Möglichkeiten, die hinter diesem Tor auf dich warten. Du trittst nun voller Neugier durch das Tor und findest dich in einem strahlenden, goldenen Raum wieder. Er ist vollkommen aus Gold. Sein Fußboden, die Wände und die Decke erstrahlen im puren Gold. In diesem Raum fühlst du dich vollkommen sicher und geborgen. Und hier sind all deine Träume und Wünsche möglich. Verweile einen Moment in diesem ganz besonderen Raum und lasse auch hier wieder alle Energien auf dich wirken. Stelle dir nun eine Frage oder formuliere eine Absicht, die du in dein Leben bringen möchtest. Diese Frage oder Absicht kannst du mit jedem Hören dieser Meditation verändern. Es kann etwas sein, das du manifestieren möchtest. Eine Klarheit, die du suchst, oder eine Heilung, die du brauchst. Visualisiere deine Absicht ganz klar und deutlich und stell dir vor, wie sie sich in deinem Leben verwirklicht. Spüre die Freude und die Erfüllung, die sie dir bringt. Lass die Energie des Löwenportals durch jede Zelle deines Körpers fließen und verankere deine Absicht ganz tief in deinem Herzen. Wenn du bereit bist, dann danke den Energien des Löwenportals für ihre Unterstützung und für ihre Führung. Und wisse, dass du jederzeit zu diesem Ort zurückkehren kannst, um noch mehr Klarheit und Energie zu erhalten. Und dann atme noch einmal tief ein und aus und bringe langsam deine Aufmerksamkeit zurück in deinen Raum, in dem du dich befindest. Spüre die Unterlage unter dir, spüre deine Füße, bewege deine Finger und Zehen und öffne ganz langsam, sanft deine Augen. Strecke und regel dich noch einmal und komm zurück. Willkommen zurück
Und möge die Kraft des Löwenportals dich auf deinem Weg begleiten und dir die Klarheit, Heilung und Manifestation bringen, die du suchst. Namaste. Von Herzen alles Liebe für dich, deine Wiebke.